Er gilt als einer der schlimmsten Verbrecher in der Geschichte Belgiens. Marc Dutroux entführte, vergewaltigte und tötete in den 90er Jahren mehrere Mädchen. Jetzt wollen seine Anwälte feststellen lassen, ob der verurteilte Kindermörder weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Ihr Ziel: Dutroux' vorzeitige Haftentlassung unter Auflagen. Eine solche Freilassung würde auf jeden Fall in einem gesicherten Umfeld stattfinden. Dutroux' Anwälte wollen den psychischen Zustand ihres Mandanten untersuchen lassen. Das Risiko, dass Dutroux rückfällig wird, wollen sie neu bewertet sehen. Für die Angehörigen der Opfer ist es eine unerträgliche Vorstellung, dass der Schwerverbrecher möglicherweise Haftverschonung bekommen könnte. Es gab schon 1991 alarmierende Berichte über die Gefährlichkeit des Herrn Dutroux. Dutroux war 2004 von einem Schwurgericht zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Geschworenen befanden ihn für schuldig, Mitte der 90er Jahre zwei Mädchen und einen Komplizen ermordet, sowie insgesamt sechs Mädchen entführt und vergewaltigt zu haben. Während und auch nach seinem Prozess hatte Dutroux keinerlei Reue gezeigt.